Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Quidditch Champions. Können wir den jetzt woanders anschieben? Spiel ist gestern rausgekommen, gestern Abend. Hatte leider keine Möglichkeit, gestern Abend zu streamen, deswegen gucken wir es heute im frühen Morgen an. Wir beschwören einen... Wie hieß er? Goldenen Schnatz. So hieß er. Snitch. Jeder Quidditch-Champion muss irgendwo anfangen. Und für viele ist das eben unser Garten. Für uns ist der Garten ein riesiges Quidditch-Feld. Und das Rauschen der Blätter das jubelnde Publikum. Kannst du dich schon zwischen all deinen Helden sehen? Starte deine Karriere mit den Meistern der Basisgrundlagen. Willkommen auf unserem Hinterhof Quidditch-Feld. Bevor du abhebst, richte dich auf deinem Besen gut ein. Mach's dir im Sattel bequem und überprüfe nochmal deine Griffposition. Wie soll dein Besen vorwärts liegen? Ich würde sagen R2. Das ist übrigens nicht der Charakter, den ich mir vorhin ausgesucht habe. Ich habe das Spiel eben einmal ganz kurz gestartet. Man musste mir sich einen Charakter auswählen. Das war er nicht. in Höhe, okay. Halte ja, und runtergedrückt, um nach dem... Okay. R1, um rückwärts zu fliegen. Oh! Weißt du, wie das geht? Denken und der Besen tut, was du willst. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, nimm ein paar Anpassungen vor. Das Fliegen durch die Ringe an L1 drücken, um nach oben. Fand ich jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin miserabel geflogen. Ich versuche das Ganze noch einmal. Oh, anscheinend doch nicht. Du kannst deinen Flug nach oben und unten jederzeit in den Einstellungen invertieren. Okay. Es lauern viele Gefahren auf dem Quidditch-Feld. Geschickte Ausweichmanöver können dich vor ihnen bewahren. Do a barrel roll. Du kannst dein Besen für kurze Zeit zusätzlich beschleunigen. Danach ist aber erstmal eine Erholungsphase angesagt. Ah, okay. Wir können Nitro zünden. Du bist bereit für eine Technik für Fortgeschrittene. Indem du driftest, kannst du in eine Richtung fliegen und in eine andere gucken. Ihr könnt driften? Ständig, um besser aufs Tor zielen zu können. Was? Nicht übel, du schlägst dich gut. Definitiv besser als Neville bei seinem ersten Mal auf dem Besen, soweit ich gehört habe. Testen wir dein Können mit einer kleinen Herausforderung. What the fuck? Hab doch den leichten Parcours eben schon nicht geschafft. Den habe ich übersehen. Ich kann mal wahrscheinlich driften. Huch. Mir wird auch ein bisschen schlecht. So wie ich fliege. Okay. Ich musste scheinbar nicht durch alle fliegen. Ein Großteil hat gereicht. Kein Grund zur Eile. Wenn du dich sicher fühlst, machen wir weiter. Wie geht's dir auf deinem Besen? Könnte besser sein, aber... Frischen wir dein Quidditch-Wissen nochmal auf. Sobald du alle Positionen kennst, ist es gar nicht kompliziert. Na, schauen wir mal. Jedes Team hat 3 Jäger. Sie sind das Herz eines Quidditch-Teams, wenn ich das so sagen darf. Diesen Ball nennt man Quaffle und die Aufgabe der Jäger ist es, ihn, nun ja, zu jagen. Hat das andere Team den Quaffle, müssen unsere Jäger ihn schnell zurückholen und zu den gegnerischen Ringen befördern, was so einige Ausweichmanöver erfordern kann. Werfen Sie den Quaffle dann durch einen gegnerischen Ring, bringt uns das Punkte und einen Schritt näher zum Sieg. Der Jäger. Greife Gegner an und erziele Tore, indem du den Ball durch die Tore wirfst. Quidditch ist ein rasanter Sport und du musst sehr schnell auf Situationen reagieren. Manchmal reicht dafür schon ein Perspektivwechsel. Aha. Für Jäger dreht sich alles um den Quaffle. Schau dich nach ihm um und behalt ihn im Auge.
Quidditch ist vor allem ein Teamsport. Wenn du dich in einer günstigen Position befindest, solltest du von deinem Team einen Pass anfordern. Aha. Falsche Richtung, ist mir aufgefallen. Wenn du den Puzzle hast, darfst du den Rest deines Teams nicht vergessen. Allein wirst du nicht weit kommen. Wirklich gute Jäger wissen ganz genau, dass Pässe unverzichtbar sind. Der war gut? Oh Gott. Ja, ja, der Mitspieler fordert einen... Okay, also man kriegt halt keine Unterstützung in die Richtung, in die man fliegt. Wo ist er denn? Ah, okay. Ich bin jetzt durchgeflogen, das zählt nicht, okay? Warum zählt das nicht? Der Ball ist doch technisch gesehen durch den Ball, durch das Tor geflogen. Hm. Okay, also Pass und Torschuss. Wenn ihn doch mal ein gegnerischer Jäger ist auf dem gleichen. Kann ein schnelles Tackling nicht schaden. Gleichen Knopf, okay. Booste mit L2, um den Jäger aufzuschließen. Habe ich theoretisch getan. Okay, also X ist Torschuss. Mit einem Tor kommst du schon mal zurecht. Aber Pass so einfach ist und es nicht. Mal sehen, wie es ist, wenn es bewacht. Den Gegner tackeln. Alles auf einer Taste, alles klar. Das wäre es erstmal zum Thema Jäger. Fühlst du dich bereit für ein Aufwärmspiel? Ich Klar. hätte gehofft, dass du das sagst. Gar kein Problem. So. Ich hätte nämlich eigentlich ihn hier gewählt. Aber was soll's? Molly Weasley ist beigetreten. Hermine Granger ist beigetreten. Und George auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass die Party steigen. Easy. Gut so. Weiter in Richtung Tor. Hier kommt der Schuss. Ha. Easy. Auch was ist denn wieder ein Spiel? Kann man ihn einfach so snitchen? Ich habe halt so gar keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich habe den Kopf. Ich sehe meine Mates halt nicht. Ach, falsche Richtung, deswegen vielleicht. Die beiden wechseln Blicke und anschließend den Ball. Es gibt auch scheinbar nur die Jäger aktuell. Und noch keine Treiber und Sucher. An den Quaffel. Okay, und es gibt Cooldown auf nahezu alles. Da ist der Pass. Der Quaffel rast. Okay, das war so far so easy, hätte ich jetzt gesagt. Gerade zur rechten Zeit. Ich glaube, die Gnome sind zurück. Was für ein Spiel. Aha. Ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt mein anderer Name angezeigt wird, aber Subi? Du Naturtalent. Ich dachte nicht, dass wir gleich das erste Spiel gewinnen, aber es war redlich verdient. Sollen wir sie zur Revanche herausfordern oder willst du mehr über Quidditch lernen? Okay, ich bin bereit, mehr der zu erfahren. Unterricht geht weiter. Der Hüter bringt viel Tiefe ins Spiel, also holen wir einen dazu. Oh,
Ich glaube, mein Bruder Ron kann dir diese Position besser erklären. Viel Spaß! Danke. So, rekrutiere deinen Hüter. Hüter sollten groß sein. Hätte ich jetzt geraten. Er sieht groß aus. Quidditch wäre nicht Quidditch ohne einen Hüter. Sein Spiel kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der Hüter deines Teams hat einen wichtigen Job, den Quaffle zu hindern, durch unsere Tore zu segeln. Ein guter Hüter denkt taktisch, um die Flugbahn des Quaffles vorherzusehen und ihn aufzuhalten. Von seiner Position aus kann er die Jäger auch praktisch unterstützen. Ist eine Menge Verantwortung, aber du wirst dich wie ein Held fühlen, wenn du im Alleingang ein Tor verhindert hast. Verteidige deine Tore, teile mächtige Schüsse aus und verschaffe deinen Teammitgliedern einen Temposchub. JägerInnen können verteidigen, aber um die Tore richtig zu bewachen, braucht Hüter haben ihre eigene Art der Fortbewegung. Eher Kolibri als Hippogreif. Probier's mal aus. Ach, guck mal, du siehst die Tore im Hintergrund. Ah, das ist cool, damit du auch weißt, wie du ungefähr stehst. Das ist smart. Damit kannst du dich schnell und präzise zwischen den Ringen bewegen. Okay. Oh, und du kannst per Quick kannst du direkt. Ah, aber das verbraucht deine. Okay, das verbraucht deine Energie. Mhm. Okay, okay. Theoretisch müssen Hüter nur gegnerische Tore verhindern. Versuchen, dich auszutricksen. Also behalt sie im Auge und sei immer für Sturzflüge bereit. Dein Team baut darauf, dass du auf dem falschen Fuß Besen erwischen lässt. Hey, nicht einschlafen, dein Team braucht dich. Von hier hast du die beste Sicht auf das Spielgeschehen. Also zeig uns deine Führungsqualitäten und gib deinem Team Ratschläge. Drücke X mit Player. Ah! Okay, das ist irgendwie wild. Schauen wir mal, wie sich das auf unsere Jäger auswirkt. Okay, also der Hüter macht diese Ringe, damit wir uns diese Energie aufladen können. Okay. So, drücke X, um einen Tritt auszuführen. Spielern einen ordentlichen Schubs geben. Krass. Probieren wir's. Versuch den nächsten Torwurf mit einem kräftigen Tritt abzuwehren. Das war bestimmt richtig. Es fühlte sich nicht richtig an, aber das Spiel sagt, das war richtig und damit passt das schon. Mit den Hütern auf dem Spielfeld. Hier sind die Weasley-Zwillinge. Wir zeigen euch. Hoffen wir, dass dieses Match besser wird als unser letztes Quidditch-Spiel. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hatte viel Spaß. Aber ich bin auch der bessere Athlet. Okay, mach dich bereit. Der Quaffel fliegt! Wir gehen einfach direkt aufs Ganze. Hier kommt der Schuss. Hä? Wo ist der Ball hin? Der geht weit am Tor vorbei. Ich hab anscheinend gepasst und nicht aufs Tor geschossen. Und
Egal. Es hat ja scheinbar funktioniert. Also bisher relativ easy noch. Jetzt passiert schon mal nichts mehr. Ne? Also ich kann ja schon nichts mehr machen, wenn ich so nah am Tor bin. In diesem Spiel, wie auch Moms Traum, dass wir für das Ministerium arbeiten, ist aus. Ich bin Ginny Weasley und raus für heute. Okay, dann kommt als nächstes Schreiber. Wir haben Geld und Mondsteine bekommen. Das war ein tolles Spiel. Offensive und Defensive sind gleichermaßen wichtig. Du sagst es. Sollen wir uns die nächste Lektion anschauen? Oder nein, direkt rein. Schauen wir uns jetzt die Rollen an, die Quidditch so einzigartig machen. Beginnend beim Treiber. Das muss jemand Furchtloses sein. Kommt da die ganze... Oh, ich bin die ganze Zeit im Voice Call. Sehe ich oben rechts. Fred hat sich schon so darauf gefreut, dir das zu erklären. Oder war es George? Das muss ich dann nochmal ausschalten, weil ich will ja nicht die ganze Zeit im Voice sein. So, wer ist denn mein Treiber? Ja. Der sieht aus, als könnte er treiben. Ah, Treiber. Man liebt sie oder hasst sie. Je nachdem, auf welcher Seite des Klatschers man steht. Was Klatscher sind? Schnelle, angriffslustige Eisenbälle und so verzaubert, dass sie Spieler vom Besen hauen. Der Job eines Treibers ist es, die fiesen Dinger von deinem Team wegzuschlagen. Ich mag das von Fred, Klammern. Was wäre schöner, als den Gegnern beim perfekten Spielaufbau zuzusehen und ihre Pläne dann zu durchkreuzen? Smack. Was? Schieße Bälle aus Metall namens Klatscher ab und ramme Gegner, um zu verhindern, dass sie pumpen. So, als allererstes müssen wir mal ganz kurz, weil ich weiß nämlich nicht, woran das, ob ich jetzt einen Nagel noch nehme. Ich will eigentlich den Voice-Chat aushaben. Danke. Klatscher sind fiese kleine Nervensägen, die eine Menge Ärger machen können, wenn du nicht aufpasst. Viele TreiberInnen starten ihre Karriere mit einer Verletzung, also gehen wir es locker an. Ja, also man kann sie sich die quasi mitnehmen. Für Treiber ist das Drift nützlich, wenn sie auf ihre Ziele... Okay. Quidditch ist ein unglaublich anstrengender Sport. Jeder Treffer bringt dich aus dem Gleichgewicht. Zu viele davon und vom Besen. Aua. Ich hab Schaden erlitten. Dammit. So, und was passiert, wenn ein Spieler kaputt ist? Dann ist er kaputt. Wenn alle Stricke reißen, kannst du einfach so tun, als wärst du der Klatscher und deine Gegner in Ram. Das hilft meistens. Dann wollen wir das mal anwenden. Triff das gegnerische Teammitglied mit einem wohlplatzierten Klatscher und mach dir keine Sorgen, es zu verletzen. Es hat sich freiwillig gemeldet. Naja, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber es kommt schon klar. Okay. Holen wir das gegnerische Teammitglied wie vorher vom Besen. Schick ihm einen Klatscher, während es ums Gleichgewicht ringt. Oh, und wir sollten darauf achten, es nicht zu verletzen. Zumindest ein bisschen. Wir holen uns den nächsten Klatscher. Ja, der macht auch, was er will. Willst du wohl hier bleiben? Wo ist er hin? Ach, okay, ich kann ihn fokussieren. Aber warum habe ich den jetzt nicht mitgenommen?
Okay, habe ich jetzt nicht verstanden. Klatsch. Spektakulär! Fred und George wären stolz. Jetzt perfektioniere, was du gelernt hast und hau alle auf dem Spielfeld von ihren Besen. So, viel gelernt habe ich nicht. Das passt schon. Plonk. Mehr. Danke. Einfach gelöscht. Ich verstehe halt nicht, ab wann uns der Klatscher folgt. Weil jetzt bin ich ja auch ganz nah dran und der tut es halt einfach nicht. Ah, okay. Ah, mit Viereck. Okay, das ist cool. Das heißt, du kannst dir den direkt wieder auffangen. Bist du bereit, sie in Aktion zu erleben? Spielen wir noch eine Partie mit Klatschern und Treibern. Vita-Training. Wow. Ginny Weasley hier, Co-Kommentatorin für dieses Spiel. Mach dich bereit. Okay. Der Puffel fliegt. Will diesen Ball haben. Da ist der Pass. Und er wird abgefangen. Ha. Ach. Wechseln Blicke und anschließend den Ball. Falsche Richtung, offensichtlich. Hier kommt der Schuss. Okay, vielleicht bin ich doch kein Treiber. Oh, den hat er gut gefangen. Also ich habe ihn auch schlecht geworfen, das muss man noch dazu sagen. Super Pass. Schön! Schönes Ding. Easy. Haben den Flubberwurm in der Toilette gefunden. Denkt dran, morgen könnt ihr alles nochmal im Tagespropheten nacherleben. Okay. Oh, noch mehr Mondsteine und noch mehr Cash. Sorgt so sehr für Adrenalin, wie Klatschern auszuweichen. Na, wie war's? Du hast doch keine gebrochenen Knochen oder Besen, hä? Huh? Noch nicht. Sollen wir noch eine Runde spielen, bevor... Damit kommen wir zum letzten Teil eines gelungenen Quidditch-Puzzles. Den Suchen und dem goldenen Schnatz. Ich bin auch nicht schlecht, aber ich war nicht der jüngste Sucher des Jahrhunderts. Daher lasse ich Harry übernehmen. So. Hanno.
eher so ein... Ahnung, mach mal einfach. Ah, man kann sogar Pronomen auswählen, okay. Gut. Den Sucher kennt jeder. Er muss den flüchtigen goldenen Schnatz finden, fangen und damit ordentlich Punkte machen. Leichter gesagt als getan. Der Schnatz ist klein wie eine Walnuss. Aber es heißt ja nicht umsonst. Suchen. Ohne schnelle Reflexe nutzen dir auch die besten Augen nichts. Denn sobald du den Schnatz gefunden hast, musst du ihn auch jagen und fangen, bevor es der andere Sucher tut. Wenn du nah an den Schnatz rankommst, seine Bewegungen vorhersiehst und ein, zwei Klatschern ausweichst, ist dir der Sieg so gut wie sicher. So. Mit Ventilator ist ein bisschen kalt, ohne ist ein bisschen zu warm. Von daher bleibe ich lieber bei ein bisschen kalt. So. Der Sucher steht nur zur Verfügung, wenn auch der Schnatz auf dem Spielfeld ist und erscheint in jedem Match nur einige Male. Den Schnatz zu finden hat normalerweise Priorität. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Grundlagen. Ihr könnt später noch Katz und Maus spielen. Das ist jetzt sehr leise gewesen gerade. Der Schnatz ist berüchtigt dafür, dass man ihn leicht aus den Augen verliert. Es ist schwer, mit dem Schnatz mitzuhalten. Aber diese goldenen Ringe lassen dich länger, schneller fliegen. Sucher müssen schnell auf den Beinen, auf dem Besen sein, um jederzeit enge Kurven zu fliegen. Driften macht dir das Leben einfacher. Also auch hier driftet man. Diesmal musst du den Schnatz allein fangen. Und zwar schnell. In richtigen Spielen bekommst du auf der Suche nämlich Konkurrenz. Halt die Augen nach goldenem Funken. Ich finde, das ist jetzt super leise. Ich höre es gar nicht über die Boxen. Wo findest du den Schnatz? Da ist er. Aber schön, dass diese blaue Leiste einfach komplett aufgefüllt wird, wenn man mit goldenen Ringe erwischt. Kann man richtig schön Speed geben. Schnatz und lass ihn nicht aus den Augen. Schnapp ihn, wenn du bereit bist. Okay. Also wenn man lang genug gefolgt ist, kann man X drücken und catcht ihn. Gut. Und damit schließen wir unsere Einführung in Quidditch ab. Okay. Jetzt geht es um die Koboldsteine. Hier sind die Weasley-Zwillinge. Hallo und willkommen zu einer neuen aufregenden Partie Quidditch. Der Koffer fliegt! Das erste Team 100 Punkte gewinnt. Easy. So far, so easy. Wir bekommen ja dann irgendwann die Info, wenn der Schnatz auftaucht. Der Puffel ist im
Das war nichts. Wo ist denn der Ball? Hier kommt der Schuss. Ich habe ihn komplett verloren. Ach da. Vergesst immer, dass wir die Kamera direkt auf den Ball setzen können. Ach! Okay, unsere Teammitglieder gleicht einfach das aus, was wir nicht können. Habe ich verstanden. Eigentlich nach einem Teammitglied gesucht zum Passen, aber irgendwie kam keiner. Machen wir halt Alleingang. Schön egal. Der Schnatz erscheint. Jagd ist eröffnet. Wo? Immer schön zu sehen, wie ein Team sich den Quaffel zupasst. Wo ist ein Glänzen? Ah, also. Der Quaffel rast auf das Tor zu. Schöne Parade. Das Auswärtsteam holt sich den Quaffel. Gut so. Weiter in Richtung Tor. Das Auswärtsteam fängt einen Pass mit dem Quaffel. Er hat den Quaffel. Spiesnity holt sich den Quaffel. Hier kommt der Schuss. Gute Parade. So, am Spielfeldrand ist natürlich dann macht er halt so eine krasse 180-Grad-Drehung. Ich weiß halt auch nicht, wie intens das später ist mit dem Sucher im tatsächlichen reellen Spiel. Müssen wir es ja eigentlich gleich geschafft haben, ne? Der gelbe, genau. Anzeige ist voll. Super Pass. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie rankommen. Easy. Wurde gefangen. Such dir als nächstes bitte den Salamander, der uns neulich entwischt ist. Hä? Ich habe die Regel anders im Kopf. Müsste das Spiel nicht jetzt vorbei sein? Okay, es wurde aber ein bisschen gebalanced. Fantastischer Pass. Also macht keine 150 Punkte und beendet nicht das Spiel. Gut, weiß ich Bescheid. Ihr braucht das schon. Unser Hüter einfach. Krasser Typ. Der Schnatz erscheint einfach ein zweites Mal. Huch. Da wurde uns jetzt zum ersten Mal der Ball tatsächlich abgenommen. Hier geht's nicht ganz so gut. Er hat den Quaffel.
Bin ein bisschen lost, muss ich tatsächlich sagen. Wie habe ich den denn nicht gekriegt? Nur noch 30 Sekunden. Hier kommt der Schwurfel, saust durch den Ring. Saugenschmatzend reingeflogen. Die Schlacht um den Platz ist vorbei, aber der Krieg tobt weiter. Oh, unser Sucher hat einfach von sich aus den Schnatz gefunden. Und war damit schneller als ich, es selber versucht habe. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir mit unseren Gewinnern sprechen können. Okay. Oh, neuer Wesen. Episch. Applaus, Applaus. So geht Quidditch. Das Tempo, die Teamarbeit, die Gefahr. Das ist so aufregend. Ein überwältigender Sieg. Das hat wohl niemand kommen sehen. Du hast dir den berühmten Gartenpokal redlich verdient. Oh geil, der Gartenpokal. Wir hatten noch ein paar Besen im Schrank, falls du Interesse hast. Ich habe sie auch kurz abgestaubt. Sie sehen etwas schäbig aus, aber in ihnen steckt eine Menge Potenzial, wie du bestimmt bald merken wirst. So, wir können jetzt... Ah, man kann Besen verbessern, okay. Ich habe nur noch nicht verstanden, wann man den Besen verbessern kann. Ach, durch die Mondsteine. Ah. Ja, doof, ne? Hätte ich jetzt gerne rückgängig gemacht, aber ist egal. Ist egal. So. Jetzt können wir hier die Helden-Outfits reinsetzen. Besenspur. Ach, du ahnst es nicht. Und das ist das Bild. Okay, dann haben wir... Wir wollen nicht noch mehr Genies haben, das wäre verwirrend. Okay. Ich will eigentlich weiter den Karrieremodus spielen. Wenn wir ganz viel Zeit und Lust haben, können wir ja immer noch mal... Wait a minute. Okay, ich muss online spielen. Ah, nee, ah, hier Kampagne. Okay, gut. Alles klar. Wen wollen wir denn spielen?
Schon so. So die hier, ne? In Hogwarts kann man dem eigenen Haus fast nirgendwo so viel Ehre machen wie im Quidditch-Team. Kannst du gegen Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin bestehen und dir den Hauspokal im Quidditch holen? Warum soll man denn gegen Slytherin bestehen? Das ergibt gar keinen Sinn. Ihr Slytherins habt hoffentlich mehr als nur Arroganz zu bieten. Sonst wird's schwer für euch. Ich bin Lee John, euer Lieblingskommentator. Heute der Klassiker. Gryffindor gegen Slytherin. Kann Slytherin weiter angeben oder macht ihn Gryffindor einen Strich durch die Rechnung? Bald werden wir. Die Klatscher sind auf dem Feld. Kopf einziehen. Das war nichts. Das kriege ich irgendwie noch nicht so hundertprozentig hin. Aber meine Teammates haben das schon. Damals auf der GameCube waren Slytherin einfach absolut overpowered in den Häusern, weil die einfach 3 Tore gemacht haben. Das war insane. Das war unser. Oh, der war miserabel. Ich hab das Tor verfehlt, shit. Fantastischer Pass. Hab ich schon wieder den. Sehr gut. Die Genugtuung gönne ich Slytherin nicht. Mach weiter so. Hatte ich jetzt den Ball oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Wir sind auf jeden Fall fast kaputt. Au. Nein, der ist in meiner Hand. Da wo ich hingehört. Hier geht's noch sehr gut. So, der Snitch ist da. Da ist er. Gefunden. Auf jeden Fall alles ein bisschen fordernder als bei den Weasleys im Garten. Da oben. Hab ihn. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Boost. Schön konzentriert bleiben. Danke. Der Quaffel wird gepasst. Im Hintergrund piept mein Geschirrspüler. Ich hoffe, den hört man nicht. Das Tor bringt uns. Er fliegt durch den Ring. Ja. Komm her! Der Schnatz wurde gefangen. Der Schnatz macht 30 Punkte, das ergibt gar keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ein Traum. Das merken wir uns, Slytherin.
Okay. Das muss ich noch ein bisschen üben. Ich krieg das irgendwie nicht so hin, dass ich passbare Mates vor mir habe. Easy. Meiner? Das war krass. Ah, Überbande. Traum. Das wird Slytherin nicht kampflos hinnehmen. Also ich guck in die falsche Richtung. Yikes. Wo passt er denn hin? Wenn man nicht alles selber macht, ne? Ja. Das war nichts. Au! Ach, schön über Bande. Schmeckt. Nochmal eine Minute lang alles. Krieg ich dich? Wahrscheinlich nicht. Sollten wir eigentlich haben. Harry Potter hat den Schnatz gefangen. Diesmal zum Glück nicht mit dem Mund. Jetzt wird es nochmal wieder spannend. Einfach weil Gryffindor gerade den gedebufften Schnatz gefangen hat. Wir müssen Slytherins Verteidigung durchbrechen. Da ist der Quaffelpass. Und wieder zurück. Das ist ein Tor. Oh. Aua. Heute hat Slytherin vielleicht gegen Gryffindor. Nur weil ich ein Tor gemacht habe, brauchst du mich nicht eigentlich verprügeln. Ein herzhaften Applaus für den wahren Gewinner, mich. Euren charmanten Ansager, der mit einer Wette auf das richtige Team ordentlich abgesagt hat. Es ist anscheinend vollkommen egal, welchen Platz man erreicht. Es zählen die Tore, die man gespielt hat. Das ist halt auch ein ganz komisches Konstrukt. Aber gut. Ja, Herausforderung, Grüne, okay. Gegner ein Jäger, Atmel, okay. Also, ich spiele einfach das Spiel. Oh, hab ich verstanden. Mondsteine. Mag sein, dass ihr führt, Slytherin, aber Ravenclaw hat das Herz, das Spiel zu drehen und den Pokal zu gewinnen. Ich bin Legion, euer Lieblingskommentator. Eben hat's geschneit, jetzt regnet es. Heute seinen Vorsprung gegen Ravenclaw ausbauen. Gibt's auch mal gutes Wetter? Wenn Mannschaft ein Comeback zuzutrauen ist, dann Ravenclaw. Jäger rasen dem Quaffel nach. Wer kriegt ihn zuerst in die Finger? Hier kommt der Wurf. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, den Torwart einfach sich selbst zu überlassen, ist richtig smart. Da ist gerade einfach mein Fasspaten abgehauen. Das ist sehr schade. Das kriegen wir auch so hin.
Wir können mal... So, treiben. Können wir irgendjemanden hier richtig schön... Ich hätte Bock, einen Torwart kaputt zu hauen, weil der geht uns ja nicht immer am meisten auf den Keks. Da ist der Quaffelpass. Hä? Wo ist er? Und da ist der Wurf! Aber der Wurf geht vorbei! Ah, ich habe ihn nicht getroffen, ich habe zu früh gedrückt, okay. Ich bin nicht überrascht. Euer Ehrgeiz schützt euch nicht vor Klatschern. Ich weiß nicht, was das halt bringt, wenn man ihn halt direkt den Torwart vermöbelt. Aber das passt schon. Wir sind jetzt quasi darauf vorbereitet, jedes Tor der Welt zu schießen, einfach weil der Torwart nicht mehr kann. Oh. Gut, hab's verstanden. Wir müssen Schnatzer jagen. Schnatzer. Okay. Alter, was macht der denn? Ja, wilde Manöver, die der hier fliegt. Ravenclaw wirft. Und daneben. Ich hab eigentlich mit mehr Toren gerechnet, jetzt wo der gegnerische Hüter kaputt ist. Der wäre bereit. Aua. Wir wurden von irgendwas getroffen. Dem Hüter geht's auch schon wieder gut tatsächlich. Das ist sehr schade. Ah, oh, Meisterleistung. Habt ihr diesen Ausweichmove gesehen? Irgendwie auch noch nicht so gut funktioniert. Das üben wir nochmal. Ich habe auch vollkommen wieder die Orientierung verloren. Au. Und da ist der Wurf. Und das war daneben. Thank you.
Komm her! Hier kommt der Wurm! Das war daneben. Aber netter Versuch. Okay, Timing war miserabel. Aber ich hatte zumindest ein Timing. Wären theoretisch bereit, den Schnatz zu fangen. So, Schnatz Nummer dos. Das wäre natürlich, jetzt werden wir daran gemessen, ob wir 100 Punkte schaffen. So schon mal nicht. So, wo sind meine Mates? Das war schon mal keiner. Ah, zu früh. Aber egal. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Unglaublichen Kommentator Lee John. Bitte stimmt bei der Umfrage des Tagespropheten für mich als bester. Übrigens immer sehr erfrischend, wenn man eine Flasche auf mein Bein tropft. Griffin, der scheint augenscheinlich auch gewonnen zu haben. Okay, wir haben Fähigkeitenpunkt und eine legendäre Anpassung. Ist alles kaputt, wenn ich zurück zur Lobby gehe? Langsam hast du den Dreh raus. Es ist wie mit allem anderen auch. Je mehr du übst, desto besser. Da. So, jetzt haben wir unseren guten Besen schon nochmal erweitert. Sehr schön. Ah, Fähigkeitenpunkt. Der Quaffelfangradius erhöht sich. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Zusätzlichen Schaden. Aha. Also ich glaube, wenn man einen richtig guten Hüter hat, dann ist das schon gar nicht so unrelevant, wenn man den Gegner halt auch nochmal ein bisschen langsamer machen kann. Ich glaube, ich wäre dafür. Oh, man kann das auch immer wieder wechseln. Das ist cool. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem Fangradius an. So, wir wollen die Solo-Kampagne weiterspielen. Eure Arroganz wird euer Verderben sein, Slytherin. Bald schon werden wir über euch thronen. Wann spielt dieses Spiel? Warum ist Cedric am Leben? Aber wir haben zumindest gutes Wetter. Hallo. Slytherin beenden, das in den direkten Duellen die ganze Saison haushoch überlegt war. Reißt die Serie heute? Madame Hooch lässt den Quaffel frei und das Spiel beginnt! Da ist der Quaffelpass. Und da ist der Wurf! Slytherin hält! Ja, immer schön nach vorne!
sehe halt wieder keinen meiner Mates. Da. Das hat nicht so gut funktioniert. Das hat wieder nicht gezählt, weil ich durchs Tor durchgeflogen bin. Ich hätte wahrscheinlich einfach den Bot machen lassen sollen. Der hätte das einfach getan. Schöne Parade. Ein Pass zum Kollegen. Ja, immer schön nach vorne spielen. Okay, easy. Oh, so früh der Schnatz? What the hell? Also. Wo denn? Ach da. Okay, irgendjemand hat den Klatscher abgefangen. Thank you, mate. Oh, habt ihr das Ausweichmanöver gesehen? Krasser Typ. Gib mir die 30 Punkte. Noch? Alter, was haben die denn mit den Klatschern gerade? So, easy. Geschenkte 30 Punkte. Das war schon. Ich glaube, das war clean. Ein Spieler ist am Boden. Wer? Oder hoffentlich keiner von meinen, oder? Sauber. Und da ist der Wurf. Okay, das war. Doch, einer von meinen ist am Boden. Das sehe ich. Da sitze ich drauf. Mal gucken, ob ich mich gleich noch irgendwie umgesetzt bekomme. Meiner? So, wo sind meine... Achso, ich habe ja nur noch einen Mate. Ja, immer schön nach vorne spielen. Ach, holt sich den Quaffel. Holt sich den Quaffel. Du hast ja gesehen, wo der Schnaps hin ist. Mal den Ball her.
So, dann wechseln wir zum Sucher, weil der hat ja scheinbar den Schnatz gefunden. Easy. Die andere hat ein bisschen den... also Hufflepuff hat ein bisschen die Oberhand, wenn man das da oben rechts sieht. Gucken wir mal, ob wir das mal ausgleichen können. Tatsächlich, das können wir glaube ich nicht mehr ausgleichen. Treiber. Komm mal her. So, wo? Da ist der Sucher. Den Sucher haben wir jetzt einfach weggeklatscht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das. Der Gärtner hat noch nicht geholfen. Hat auch generell nicht geholfen. Cedric hat ihn einfach... Ach, Cedric der Sucher? Stimmt, Cedric war der Sucher. Okay, das passt. Ich wusste es gerade nicht mehr. Wo ist er denn? Achso, ich bin ja gar kein Jäger. Komm her. Steh frei. Hallo. Oh, okay, hat er gut gefangen. Aber das sollten wir haben. Ein Pass zum Teamkollegen? Dieses Match wurde euch von Hogwarts wohl leidenschaftlichstem Quidditch-Fan präsentiert. Mir! Vergesst die anderen. Aber auch nur knapp, ne? Einfach weil die Gesamtpunkte zählen. Ach so. Und jetzt gehen wir in die K.O.-Spiele oder was? Das heißt, wir haben jetzt vorab War halt Vorabspiel? Ah, okay. Und jetzt gehen wir in die K.O.-Runde. Wir haben gerade krass viel Zeug bekommen. Das müssen wir uns nochmal eben in der Lobby anschauen. Viele Matches um schließlich tägliche und wöchentliche Herausforderungen. Ah. Zwei Fähigkeitenpunkte. So, ich glaube, es ergibt halt schon irgendwie Sinn, wenn man erstmal so richtig in die... Ne, wenn man eigentlich ins Angreifen geht, aber... Nee, ich glaub, wir gehen erstmal hier rein. Ich habe doch den Besen auch ausgerüstet, oder? Ja, habe ich. So, Halbfinale. Gut. Wir mögen Außenseiter. Ich bin Legion. Gott sei Dank, das da ist wieder schlecht. Heute will Hufflepuff seine Niederlagenserie gegen Slytherin beenden, das in den direkten Duellen die ganze Saison haushoch überlegen war. Reicht die Serie heute? Klatscher sind auf dem Feld. Kopf einziehen. Das war auch wieder nichts. Das muss man nochmal auf jeden Fall üben. Oh Gott, ey. Gib mir doch endlich diesen blöden Ball. Fantastischer Pass. Eine wunderschöne Ausweichrolle direkt vor dem Tor hat alle verwirrt, inklusive mir. Der Quaffel wird gepasst. Der Quaffel passt.
finde es ein bisschen merkwürdig tatsächlich, dass der Gegner halt immer als rot angezeigt wird, obwohl er ja eigentlich gelb ist. Hier, ich stehe frei. War kein Problem. Der Ball hin. Aber netter Versuch. Der Kopf ist in der Luft. Ja, immer schön nach vorne spielen. Der Kopf wird gepasst. Kann aber auch krasse Kurven finden. Und haben wir. Wie? Wie kann ich den denn nicht gefangen haben? Au. Ein Fehler. Hier kommt der Wurf. Aber der Wurf geht vorbei. Ich habe noch Probleme damit, meine Mates zu finden, damit ich passen kann. Okay, das mit dem Schaufelpass, das war nicht so gut, aber ich wollte einfach mal gucken, was das überhaupt ist. Ich weiß, dass das die falsche Richtung ist, aber ich musste erstmal meine Mate suchen. Ich konnte nicht so schnell wieder schießen, dass ich dann auch ins Tor gekommen bin. Das war einfach, ich war also quasi zu nah am Tor. Schöne Parade.
Habe ich jetzt nicht verstanden, was ich da falsch gemacht habe? Aber egal. Ich musste erstmal das Tor suchen. Und scheinbar haben wir auch gleich den Schnatz einfach ganz, ganz lässig gefangen. Easy. 100 Punkte. Ach, ab 100 Punkten ist das Spiel auch vorbei. Okay, gut zu wissen. Es ist mir immer ein Vergnügen, meine Liebe für Quidditch mit der ganzen Welt zu teilen. Ich bin Lee John. Bis zum nächsten Mal. Gryffindor hat gegen Ravenclaw verloren. Das heißt, wir vermöbeln wieder Cho Chang. Wir haben nochmal wieder Fähigkeitenpunkte, die werden wir nochmal eben schnell hier... Oh, man kann ja auch mal mit Tritt abwehren. Okay. Easy. Diese Saison wird. Ich bin Lee John, euer. Noch ungeschlagen. Slytherin will heute seinen Vorsprung gegen Ravenclaw ausbauen. Aber wenn einer Mannschaft ein Comeback zuzutrauen ist, dann Ravenclaw. Jäger rasen dem Quaffel nach. Wer kriegt ihn zuerst in die Finger? Das war miserabel. Der Quaffelpass. Der Quaffel wird gepasst. Ah, oh, Traumtor. Ich habe selber nichts gesehen. Wird das Tor den Gleichstand bringen? Nein. Das gleiche nochmal. Ausweichen und Torschuss. Easy. Sowohl im Klassenzimmer als auch auf dem Feld ist Ravenclaw Slytherin überlegen. Diese Parade von Slytherin, als wüssten sie, was wir vorhaben. Wollte jetzt eigentlich in den Klatscher treten, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich weiß halt auch gar nicht, mit wie vielen Leuten man das Spiel tatsächlich spielen kann. Aber ich glaube, wenn man das so im Team spielt, ist das sehr lustig. Schön konzentriert
Dann kann man sie auch so ein bisschen absprechen. Der andere kann ja zum Beispiel auch mit dem Fletcher dann den Sucher auch ausschalten. Bei. Ist schon aktuell ziemlich flawless hier. Wie habe ich den jetzt schon wieder nicht gekriegt? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber wir haben ein Tor geschossen. Einer. Panda nicht so toll, dass ich wieder durch den Ring geflogen bin. Sehr schade. Einer, habe ich gesagt. Wie war das ein Tor? Das war miserabel. Ich habe mich nicht mehr bewegt. Okay, einer unserer Spieler ist schon wieder halt aus dem Spiel. Ach ja, ich wollte mich an die Kamera umsetzen, habe ich irgendwie ganz vergessen. Okay, den hat er kommen sehen. Ich würde gerne. Da. Eine Minute sollten wir hoffentlich nicht mehr brauchen. Der Schnatz ist so kurz davor, gefangen zu werden. Der Wuffel ist in der Luft. Oh nein, wir werden uns nicht auf Slytherins Niveau herablassen. Welches Niveau wäre das? Den Ring haben wir. Das heißt, ich muss jetzt nur noch nah genug ran. Komm. Her! Diesen Sieg gegen Ravenclaw verdankt Slytherin seinem Ehrgeiz. Lee Jordan, Hogwarts bester und einziger Quidditch-Kommentator, freut sich aufs nächste. Ja, wir sind schon ziemlich krass. Fünf Fähigkeitenpunkte. Ich weiß noch nicht, wofür die Zauberstäbe sind. Es sind nur 3 Fähigkeitenpunkte, okay. Nehme ich trotzdem mit.
So, das haben wir komplett. Das ist insane gut. Den nehmen wir raus. Tempo, wenn man den Ball fängt, ist auch insane. Ich glaube, die sind alle gar nicht so schlecht. Das Markt. Wait a minute. Achso, man kann sich mit dem erspielten Gold kann man sich Stuff kaufen. Okay. Ich weiß das noch immer nicht. Wofür man denn den Besen, den Zauberstab braucht. Das ist halt einfach ein Accessoire, das man in der Hand hat. Hab's verstanden. Man kann. Die teilen sich die Punkte? Oh Gott. Okay, aber das erklärt zumindest, warum ich nicht gemerkt habe, dass ich da irgendwas reingesetzt habe. Das will ich jetzt nicht. Das heißt, ich muss ja dann alle Leute hier erstmal den krassen Besen ausrüsten. Ja, aber die Jäger teilen sich zumindest. Die muss ich für jeden einzelnen Jäger irgendwas machen. Wir können zusätzlichen Schaden machen und wir können auch hier den krasseren Besen nehmen. Wir haben noch 2 Punkte. Also wir haben noch als Sucher noch nie gehauen, was vielleicht gar nicht so schlau ist. Vielleicht gehen wir einfach ein paar Passive weiter. So, was können wir jetzt machen? Das trimagischen Turnier wurde auch kein Quidditch gespielt. Beauxbatons, Domschlag oder Hogwarts. Geh mal rein. Die Rivalität zwischen den 3 größten Zauberschulen in Europa ist legendär.
Aber was setzt sich auf dem Quidditch-Feld durch? Die Anmut der Beauxbatons-Akademie für Zauberei? Die Stärke des Durmstrang-Instituts? Oder die Entschlossenheit der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei? Bienvenue, Hogwarts. Halten wir uns nicht zurück und möge der Bessere gewinnen. Fleur spielt auf einmal auch mit? Okay, ja, halten wir uns nicht zurück, möge der Bessere gewinnen. Okay. Ich bin Legion, euer Lieblingskommentator. Heute Hogwarts gegen Beauxbatons. Lasst euch vom Aussehen nicht täuschen. Okay. Diese französischen Hexen und Zauberer verstehen was von Quidditch. Ja, ich muss mal ganz kurz meine Kamera positionieren. Für YouTube habe ich das natürlich schon lange gemacht, aber ich muss das jetzt für Twitch muss ich das nochmal eben. Da und da. Ja, immer schön nach vorne spielen. War nichts. Haben sie gemerkt. Oh, das war das Gesicht. Da schmiert gerade einer ab. Ich sollte doch X drücken. Warum hat das denn... Ich verstehe das alles nicht, was hier abgeht. Ich habe wirklich so gar keinen Plan. Da ist der Ball. Das ist unser. Okay, die sind ein bisschen brutaler, was die Treiber angeht. Okay, der ist am Tor abgeprallt. Also die sind tatsächlich wesentlich brutaler, was die Klatscher angeht. Mit dem Schwierigkeitsgrad hier. Ja, immer schön nach vorne spielen. Und Suche gibt's auch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Mal wieder einen Ring, den ich noch treffe. Danke. Schöne Parade. Das Torwurf, er fliegt durch den Ring. So, der war wichtig. Das funktioniert nicht mehr so gut wie noch gegen die anderen Häuser. Wo ist er denn hin verschwunden? Ach, der ist ausgewichen, gell?
Soll ich vielleicht häufiger machen, einfach. Ausweichen. Schön. So, einer unserer Treiber ist kaputt. Hat er gerade den Düsenjet-Modus aktiviert? What? Aber es ist okay, es ist okay. Den Ball holen wir uns. Das Tor war wichtig, weil wir jetzt genau in Range sind. Den Sack hier zumachen, wenn wir den Nuts fangen. Hier kommt der Wurf. Schöne Parade. Und das ist halt, glaube ich, gut, wenn man dann irgendwie tatsächlich mit mehreren Leuten spielt, weil dann kann sich halt einer um den Schnatz und einer um die Klatscher zum Beispiel kümmern. Au. Da ist der Bull, das ist ein Tor. Du willst es doch auch. Jordan, der Quidditch-Experte eures Vertrauens, und ich werde die ganze Woche hier sein. Hä? Wie hat denn... Wir haben noch gerade gegen Bourbaton gespielt, wie könnt ihr denn auch 110 Punkte haben? Das gibt so gar keinen Sinn. Das heißt übrigens nicht 8 Fähigkeitspunkte, sondern Punkt 8 der Fähigkeiten. Punkt. Hab's jetzt auch verstanden. Mhm. Einen wollen wir nochmal verteilen. Ich glaube, das ist ganz cool tatsächlich. Ah, man kann, okay, man kann mit zwei Leuten, also man kann zu dritt spielen. Das ist sehr cool. Oh, wir haben übrigens Post. Aha. Sebastian, thank you. Ich glaube, zu dritt ist schon cool. Danke, Hogwarts. Eure Spitzenleistung und Victor,
Geht's dir gut? Bulga, Brad, Ravenpatch, neuen Skript Victor Falls. Dachte, er wäre Rumäne und nicht JavaScript. Ich bin Legion, euer Lieblingskommentator. Auch wenn Hogwarts mit Führung in dieses Match gegen Durmstrang geht, sollte es sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. In Durmstrang tun wir alles, um zu gewinnen. Der Quaffle ist im Spiel. Ein Fehler! Ich bin gerade ein bisschen drüber, glaube ich. Wir mal gucken, ob wir die Leute mir so ein bisschen kaputt hauen können. Dann spielen wir auch mal ein bisschen Treiber. Hier kommt der Wurf. Ich glaube, bisher habe ich noch gar nichts getroffen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Aber wir können die auch hauen, stimmt. Victor hat halt keine Ahnung, was er redet. Vielleicht flucht er auch und es wurde einfach nur massiv zensiert, was er erzählt. Okay, der Domstrangsucher hat so gar keinen Bock. Generell hat Domstrang nicht so Bock. Hogwarts hält und fängt den Schnatz. Easy. Okay, das muss ich halt nochmal üben. Wie man den blöden Quaffle am Anfang fängt. Wir sind so klar in Führung. Ich glaube, so ein Spiel hatten wir noch nie, wo wir so krass in Führung waren. Ja, immer schön nach vorne spielen. Spiel.
Meiner. Oh, schön angeschnitten. Der war quasi nicht zu halten. Vielleicht brauchen wir tatsächlich den Schnatz aktuell gar nicht. Den machen wir einfach jetzt so 300, noch 100 Tore. Fantastischer Pass. Domstrang wirft. Ein kostspieliger Fehler zieht den Sucher vorerst aus. So. Wir sind ein bisschen verwirrt, aber wir haben trotzdem das Spiel gewonnen. Mit dem heutigen Sieg gegen Durmstrang kommt Hogwarts dem Trimagischen Quidditch-Pokal sehr viel näher. Vielen Dank an alle, die heute in Durmstrang dabei waren. Sogar an alle, die die Klatsche angefeuert haben. Die Spieler wissen eure alle, die Klatsche angefeuert. Schön. Wir spielen halt nochmal gegen Beauxbatons. Wir brauchen nochmal den einen Fähigkeitenpunkt. Den würde ich nämlich gerne dann hier das da machen. Beziehungsweise will ich das? Ich glaube doch nicht. Gleich gehen wir voll rein in die Jäger. Also das, da bin ich jetzt noch kein großer Freund von, aber es ist vielleicht auch einfach, weil ich es nicht wirklich verstehe. Grüße, Agwert. Ich bin Legion, euer Lieblingskommentator. Hey Kim, na? Wir werden trotzdem gewinnen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hogwarts liegt zurzeit zwar hinter Hogwarts, aber wenn sie etwas mehr Raffinesse zeigen, werden sie unberechenbar. Der Schiedsrichter und Dirigent dieser Symphonie. Okay, das hat jetzt irgendwie geklappt und ich habe keine Ahnung warum. Und startet die Partie. Aber egal. Ja, der hat Gio geschrieben, dass ihr schon wieder nach Hause durftet. Spontan, ohne. Ohne Absprache, dass auf einmal jemand auf euch zukommt und sagt, so, jetzt könnt ihr. Aua. Aber ist doch schön. Schön, dass ihr wieder zu Hause seid. Hä? Achso, wir haben den Ball. Der Quaffel wird gepasst. Das Spiel ist gestern rausgekommen. Ist nur Quidditch. So, ich hätte gern den Ball. Danke. Okay. Abgefangen. Man kann das Spiel tatsächlich mit bis zu zwei Freunden, also man kann das zu dritt spielen, das ist, glaube ich, ganz cool. Ich will jetzt erstmal nur den. Pass zum Teamkollegen. Es ist nur Quidditch. Famous Last Words. Okay, habe ich verstanden. Also, damit meine ich, man spielt tatsächlich nichts anderes außer Quidditch, womit ich jetzt Quidditch als Spiel nicht drunter machen wollte. Ich habe damals. Aua. Bin ein bisschen durch den Wind gerade. Ich habe das auf der GameCube damals so gerne gespielt, Quidditch. Und war so gehypt, dass das Spiel einfach jetzt nochmal rausgekommen ist.
So, eigentlich müsste jetzt gleich der Schnatz auftauchen. Ich wollte gerade sagen. Wo ist er? Wo ist das goldene Glänzen? Da. Ich habe ihn schon wieder verloren. Es ist übrigens gratis im PlayStation Plus zu holen, das Spiel. Ich weiß nicht, wie relevant das für euch ist. Aber es ist halt wirklich gratis. Ja, es ist, ist halt schon 500 Jahre alt, das Spiel, aber es gab damals Quidditch für die GameCube. Also vielleicht gab es das auch für andere Konsolen, aber ich kannte halt nur den GameCube-Teil. Das ist ein Tor. Der Schnatz ist in Reichweite. Schön konzentriert bleiben. Wie gesagt, gratis im PlayStation Plus und man kann es mit Freunden spielen. Sonst kostet der Spaß 30 Euro, meine ich. Und es gibt Cross-Plattform. Das heißt, wenn jetzt ihr doch sagt, ihr wollt es für PC haben, können wir tatsächlich trotzdem zusammen spielen. Was? Man muss sich nur an eine Sache gewöhnen, die finde ich sehr merkwürdig. Jetzt habe ich den Schnatz gefangen und es gibt nicht 150, sondern nur 30 Punkte und das Spiel ist halt trotzdem noch nicht vorbei. Also der Sucher wurde krass genervt. Hä? Ich habe doch genau... ich habe doch genau auf den... Oder bin ich aufs falsche Tor geflogen? Ja, das ist wirklich nicht regelkonform. Das, da hat sich irgendjemand was bei gedacht, glaube ich. Also ich kann die Entscheidung verstehen. Aber dann würde man einfach alles voll auf Sucher gehen. Das war miserabel geworfen. Den habe ich verdient. Ich spiele auf PS5, genau. Deswegen habe ich sogar den Titel geschrieben. Also ich spiele es auf PS5, weil es im PlayStation Plus Abo gratis drin war. Au! Okay, nicht getroffen. Wir können wieder einen Schnatz fangen. Also, Bobaton ist so krass, was Treiber angeht. Ja, immer schön nach vorne spielen. Die haben so gar keinen Chill. Bobaton wirft. Hier kommt der Wurf. Lieg auf dem Sofa, let's go. Ahoa. Eigentlich wollte ich das Spiel schon gestern streamen, aber die haben es irgendwie erst um 18 Uhr freigeschaltet und ich habe leider Spätschicht, weswegen ich das jetzt erst heute nachholen kann. Komm her, kleiner Schnatz. Also das Spiel ist tatsächlich vorbei nach einem Time Limit oder wird der erste Spieler, der 100 Punkte hat. Aua. Ich kauf das mal eben. Wir haben den Schnatz verloren. Warum? So, aber jetzt können wir es zumindest so machen, dass das Spiel tatsächlich vorbei ist, wenn ich den Schnatz fange. Dann ist das quasi, als hätte ich das Spiel regulär geschafft. So.
Hast du gesehen, dass ich online bin? Ach so, okay. Aber schön, dass du reingefunden hast und schön, dass ich dir etwas zeigen konnte, womit du nicht gerechnet hast. So, zweites Spiel gegen Durmstrang. Gucken wir mal, ob Victor jetzt reden kann. Wir haben wieder Fähigkeiten finden. Den gehen wir nochmal eben aus. Ne, wir hatten gesagt, wir gehen Pulljäger. Du willst sie nicht spoilern? Okay. Aber trotzdem schön, dass du dann im Lurk bist. Weil ich weiß gar nicht, ob man sich hier so viel spoilern kann. Weil eigentlich ist das nur einmal, wenn ich das richtig gesehen habe, bis zur Weltmeisterschaft und dann soll man eigentlich gegen Menschen spielen. Danke. Okay, Victor kann auch immer nicht reden. Also vielleicht ist das ja rumänisch und ich verstehe es nur nicht. Motiviert. Ich bin Legion, euer Lieblingskommentator. Durmstrang hat sich in Interviews nach den Spielen bisher nicht zu seinem Tabellenplatz hinter Hogwarts geäußert. Aber die Treiber werden heute auf dem Spielfeld Latex drehen. Jäger rasen dem Quaffel nach. Wer kriegt ihn zuerst in die Finger? Hier kommt der Wurf. Das war miserabel geworfen. Warum treffe ich denn nicht? Und er wird abgefangen. Jetzt aber. So, hier haben wir den Ball, bitte. Hallo? Ich stehe bestimmt frei. Noch nicht. Fantastischer Pass. Das Tor. Traumhaft über Bande gespielt. Ah, den hätte ich fast in der Luft abgefangen. Von uns geht's nicht so gut. Könnte der Treiber sein. Puh, das war knapp. Fantastischer Pass. Da ist der Wurf. Hogwarts wirft. Holt sich den Wurf. Hier kommt der Wurf. Schöne Parade. Ja, immer schön nach vorne spielen. Der war sehr nah, der Klatscher. Kaum Zeit gehabt zum Ausweichen. Aber hat gereicht, tatsächlich. Der hat nicht gereicht, aua. Die haben so gar keine Lust, dass ich diesen Schnatz fange.
habe ich das Gefühl. Ich glaube, sie können es kaum noch verhindern. Ha, sag ich doch. Ist da gerade ein Phönix aus dem Tor geflogen? Die haben irgendeine krasse Animation. Dürfte drin sein, ja. Und er fliegt durch den Ring. Durch den Ring. Noch ein Tor und den Schnatz und dann haben wir auch das mit Maximalpunktzahl. Aber haben wir nicht mit Maximalpunktzahl. Ich glaube, Maximalpunktzahl wäre ja dann okay, 120. Denn 90 Punkte durch Tore und den Schnatz gefangen. Ich hab doch das Tor geschossen, warum schießt du mich denn jetzt mit einem Klatscher ab? Das ist nicht okay. Das ist sehr unsportlich. Oh, ich hab gar nicht gesehen, dass der Schnatz schon wieder im Weg, unterwegs ist. Den kriegen wir nicht mehr. Ja. Das wird jetzt doch sehr close tatsächlich. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen, aber ich habe es leider zu spät gesehen. Aber egal. Das hat uns. Aua. Gerade noch vor den, die Distanz gerettet. 90 zu 70 reicht. Ein Scherz! Lee Jordan, Hogwarts bester und einziger Quidditch-Kommentator, freut sich aufs nächste. Wo kommen denn gerade die über 400 Punkte her? Alles klar. Nochmal gegen Beauxbatons. Das fand ich im Karrieremodus gerade ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Eigentlich wollte ich nochmal in die Lobby zurück, aber ist okay. Euer Lieblingskommentator. Beauxbatons liegt zurzeit zwar hinter Hogwarts, aber wenn sie etwas mehr Raffinesse zeigen, werden sie unberechenbar. Der Schiedsrichter und Dirigent dieser Symphonie der Bewegung wirft den Waffel ein und startet die Partie.
Und das ist ein Tor! Erstmal direkt früh Dominanz zeigen. In Sekunde 10 Tor schießen. Hallo? Mitnehmen, danke. Da ist der Quaffelpass. Hier war's ein Tor. Schön. Schmeckt. Wo ist denn der Ball da? Das war. Ich weiß nicht, was das war, aber es war zumindest kein Abfangversuch. Schöne Parade! Das war das falsche Tor, habe ich gemerkt. Die immer direkt den Klatscher am Start haben, wenn ich ein Tor geschossen habe. Oh, voll ins Gesicht. Das ist nicht okay. Also. Komm her. Aua. Da war irgendwie nicht viel Zeit zum Ausweichen. Und damit können wir uns auch das zu Null gewinnen gerade abschmieren. Ich hab den Platz verloren, da ist er. Sehr schön. Die Jagd nach dem goldenen Schnatz ist vorbei. Ja, immer schön nach vorne spielen. Das war ja gar nichts, Roberton. Aua. Aber der geht am Ziel vorbei. Hä? Okay, Hüt hat ein Tor verhindert. Ein Traum. Und drin!
Wir haben auch schon den Schnatz wieder gesehen. Das könnten wir jetzt den Sack zumachen. Aber der Schnatz ist gerade, der hat gerade nicht so Bock. Ich glaube, wenn man den Rempler richtig gut drauf hat, dann macht das auch nochmal einen großen Unterschied. Und da ist der Wurf. Bobaton holt sich den Wurfel. Zeit ist gleich um, es bleibt noch eine Minute. Kommt der Punkt, der Kurbel ist drin! Das war ein schönes Ausweichmanöver, lieber Schnatz. Easy. Roberto hat eine leidenschaftliche Partie hingelegt, aber es war nicht genug, um Hogwarts Dynamik zu übertreffen. Hogwarts holt sich den Sieg! Mein Name ist Tuffy Trandobert und es war mir eine Ehre, heute Ihre Kommentatorin zu sein. Absolute Dominanz. Wir haben einen goldenen Schlüssel. Gibt's jetzt auch Lootboxen? Willst du mir das damit sagen? So, 4 Punkte. Krass. Oh, da brauchen wir mehr Punkte für. Oh, 4 Fähigkeitenpunkte, warum? Ach, wenn man nur 10 Punkte in einen reinsetzen kann. Gut, habe ich verstanden. Da wird es dann bestimmt auch irgendwie krasse Shenanigans geben, wie man dann was bufft und was skillt. Jetzt haben wir den Besen auf maximale Stufe erhöht. Es gibt 25 Besen. Ah, wahrscheinlich 25 inklusive Skins, okay. Wir können jetzt das Hermine Granger Ding kaufen. Ah, mit dem... mit ihr und dem Besen, okay. Mal, Hermine kostet 1600. Und die Weasley Twins, wo du ja quasi theoretisch 2 Skins bekommst, die aber exakt gleich aussehen. Ah, und das ist das, was man mit den Schlüsseln kauft.
Und lass mich raten, die Schlüssel kann man auch mit Echtgeld kaufen. Gibt's die? Den Zauberstab? Ah, das sind diese Torjubel. Und die Besenspur. Haben wir eigentlich schon... Jetzt muss ich mal eben gucken. Haben wir eigentlich schon einen Torjubel? Wenn ja, wo kann man die denn einstellen? Einungsbildversuch, Outfit, Besenspur, Zauberspinne. Hä? Sind die Besenspuren und crazy. Ich glaube, ich muss mal. Man kennt es. Wieder synchronisieren. Ja, wir waren wieder ein bisschen asynchron. Das habe ich irgendwie noch immer nicht gefixt gekriegt. Okay. Ich habe aber immer noch nicht die Möglichkeit, jetzt hier diesen das krasse Ding da einzustellen. Siegesfeier Ragdoll Cut Patronus. Wir können einfach Patronus basteln. Oh, aber ich glaube tatsächlich. Lohnen wären, würde sich einfach, wenn wir uns Besen kaufen. Man kann sich scheinbar nicht alles kaufen. Da muss man sich eigentlich die Besen freischalten. Also, ich muss mal eine ganz kurze Pause machen. Ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Mit voller Blase spielt es sich leider nicht so gut, die Weltmeisterschaft. Eine Sekunde, ich bin sofort wieder da. Eine miserabel getimte Pause ist miserabel. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde einmal vielleicht 3 gegen 3 spielen. Da hätte ich gerade Bock drauf. Warte mal. Hä? Treiberbewegung, Jägerbewegung. Also ich kann entweder Hüterjäger, Treiberjäger oder Sucherjäger spielen. Okay.
Ah, das ist nur die Anzeige. Okay. Ich glaube, Hüter und Jäger ist so das Undankbarste. Treiber und Jäger, das, was am meisten... Ich suche mich einfach mal damit. Mal gucken, wie schnell wir ein Team finden. Oh, 5 Tore ab. Und 5 Match, okay. Also ich glaube, das ist somit das Schwierigste. Als Hüter aktiv Tore verhindern. Diese Woche 5 PvP-Matches. 15. Oh, wait a minute. 15, 25. Oh, krass. Tritt als Hüter beim Quidditch 20 Gegner. Ach du. Das heißt, man muss nicht nur Hüter spielen, du musst auch noch Leute treten. Oh, alles klar. Warten auf Spieler. Und es fehlt ein Spieler, wahrscheinlich der in unserem Team, wenn ich das richtig sehe. Ah, da ist er. Aktuell Sucher und aktuell. Hätte ich nicht eigentlich. Halber, aber. Ne. Okay, ist okay. Scheinbar habe ich, bin ich Jäger geworden. Erstmal klarkommen wieder. Meiner? Doch nicht? Alter, was ist hier los? Deren Hüter hat so gar keinen Plan, was los ist. Schön. Traum. So, wo sind meine Mates? Da sind meine Mates gewesen. Schade. Habe ich mich selber gepasst? Ist okay. Oh. Okay, miserabel geworfen. Habe ich. Ist okay. Hier, den war ich muss einen Schnatz suchen. Oh,
Ich habe es jetzt übrigens verstanden. Man nimmt immer einen Jäger und eine der anderen Rollen. Ein fataler Treffer. Ups. Die haben schon ziemlich auf mich abgesehen, die Treiber. Die haben schon richtig Bock auf mich. Aber egal. Ich habe den Schnatz gefangen. Einfach der beste Spieler. Ja, so, das hat der Hüter gut gemacht, muss man ja sagen. Das hat unser Hüter gut gemacht. Meiner. So, wo sind meine Mates? Wo sind meine Mates? Die Leute waren halt einfach nicht da. Hat es schon wieder verloren. Ein klares Yikes. Tolle Leistung, aber kein Tor. Ja, eine Glanzparade. No, der Super ist gefallen. Wie schade. Das sollten wir eigentlich haben. Der gegnerische Such hat auch gerade eigentlich wieder aufgegeben. Alter, ich... Dieser Schnatz einfach. Oh! Okay, der war gemein. Gut, das haben wir gewonnen. Dankeschön, Dankeschön. Also erstes PvP-Match. Adieu, adieu. Und damit bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal Fähigkeitenpunkte, voll.
Hobby. Nicht Hobby, sondern Lobby. Den Punkt vergeben wir nochmal. Wenn ich tatsächlich Richtung Sucher gehe, dann sollte ich auch die Punkte in den Sucher reinsetzen. Das mit dem Rempler, ist, glaube ich, zu spezifisch, zu knapp. Also das sehe ich schon eher. Flug durch einen Schnatzring verleiht 100% Schubenergie statt 30. Das ist schon ziemlich busted. Das können wir versuchen. Das ist sehr defensiv. Ich glaube, das ist cool tatsächlich, weil man ja schon als Sucher sehr gefokust wird. Aber wie gesagt, ne, ich muss los. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.